Moin Moin YouTube, heute wird's richtig schmutzig und dafür setzen wir uns schon mal unsere coolen Truckfahrer-Sonnenbrillen auf. Ich hoffe, ihr habt eure mitgebracht, sonst muss ich euch mal nach Hause schicken und dann gibt's extra Hausaufgaben. Okay, was haben wir jetzt eigentlich vor? Wir spielen hier Spin Tires, ein kleines LKW-Simulationchen. Und auf der Karte habe ich gesehen, dass hier vorne ein neuer LKW steht, genau da. Und hier haben wir einen Lokskiosk und einen Lumber. Das heißt, wir werden mal dahin ordern. Ich kann da, glaube ich, keinen Punkt hinsetzen. Das ist ja das Schöne auf diesem Spiel. Aber ich werde nicht den Eck, ich will Max, also wir nehmen gleich mal den hier. Einfach weil cool. Ist alles unavailable. Das ist toll. Auf jeden Fall fahren wir damit zu dem Loks-Typen, oder? Wir fahren einfach mal dahin. Ist egal, ob das was bringt oder nicht. Machen wir mal die Kiste an. So, sehr schön, ja. Ja, das sind Addons, das ist mir schön. Kann ich die irgendwie ausblenden oder so? Ja, die kann ich ausblenden. Gut, wir spielen mit Lenkrad den ganzen Spaß, wie ihr das natürlich seht. Gehen wir auch mal in die Kamera. Machen erstmal die. Handbremse ist jetzt aus, Differentialsperre ist jetzt an. So, und jetzt gehen wir einfach mal voll Stoff hier. Und jetzt gucken wir mal, wie der LKW sich hier durchwühlt. Oh Gott. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Das erste Mal bringen wir mit Earpods. Ja. So, wir haben mal ganz kurz wieder mal. Ja, oh, wir haben, glaube ich, gerade eine gute Strecke erwischt. Bleiben wir kurz stehen. Und gucken mal, ob ich auf den richtigen Weg gewählt habe. Das sieht mir aber korrekt aus. Ja, das sieht gut aus. Denn, und dann, alles klar. So. Und. Motor warm laufen lassen. Oh, los geht der Spaß. So, gehen wir mal die Kamera wieder auf die Seite. So kann man irgendwie. Wie kann ich einen Ticken irgendwie so gucken, dass wir dahinter bewegen können, wenn das irgendwie geht? So drüber vielleicht. So ist ganz cool, ne? Warum wir doch lieber die andere Kamera nehmen. Oder von der Seite ist eigentlich auch ganz cool. Machen wir es so. So, und. Ich habe hier echt was zu tun mit dem Lenkrad. Also, das ist ganz gut am Start, das Ding. Und ich habe so oft gehört, irgendwie Spin Tires voll das. Mein Handy vibriert. Voll das coole Spiel. Und sollte man sich mal gegönnt haben, vor allem wenn man so Simulationen mag. Und ich bin eigentlich ein Fan von Simulationen, zumindest von den meisten. Und da habe ich mir gedacht, du hast so geile 5 € Amazon-Sonnenbrillen und ein so gutes Holzfällerhemd. Also was anderes als das hier spielen kannst du eigentlich gar nicht. Ja, habe ich jetzt mal gegönnt. Und jetzt sitze ich hier, Kickdown, Pedal to the Metal. Was anderes mache ich gar wirklich nicht. Ich kann mal Licht anmachen, einfach aus Gefahrensicherheitsgründen. Und tucker mir jetzt hier einen ab. Guck mal, wenn ich jetzt denke, jetzt los ist, wir haben Force Feedback. Das heißt, ich fahre dann hier sonst wohin. Was ist denn das da vorne? Was ist da neben uns? Da können wir tanken. Können wir tanken? Einfach mal der Coolness halber? Ja, machen wir mal. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hätte diese Kurve nicht einschlagen dürfen. Kann man keine Bäume kaputt fahren? Kann man. Die Physik in diesem Spiel soll allgemein sehr realistisch sein. Also, wenn jemand die Kamera. Oh Gott! Nein! Nicht so doll, nicht so doll, sonst machen wir das Auto kaputt. Sehr schön. Das erste Mal, dass ich gerade die Bremse angetickt habe. Haben wir überhaupt Geld für Sprit? Das ist auch eine gute Frage, ne? Oder gibt es Sprit hier gratis in dieser Welt? So, machen die Handbremse rein. Kann ich jetzt irgendwie. Irgendwie was tanken? Fuel. Achso, automatisch, okay. Dann gucken wir mal, dass wir wenden können. Nicht ganz mit Vollgas. Da kommt nämlich ein. Oh Gott, Paul! Mal gucken, wie hier hinter uns. Ne, gar rückwärts. Okay. Sehr schön, und Vollgas. Und dann müssen wir jetzt hier rausfahren, glaube ich, und dann gleich wieder links rum. Ne, rechts rum. Rechts rum, nicht links rum. Oder fahren wir richtig? Tun wir. Oh Gott, ich bin so verwirrt. Also ich, in echt habe ich auch so den Orientierungssinn von einer Tomate einfach. Einer Tomate, die keinen Orientierungssinn hat. Ich weiß nicht, ob Tomaten guten Orientierungssinn haben. Wir werden es wohl nie herausfinden. Ich habe noch nie mit einer geredet. Würde mich auch seltsam fühlen dabei. Egal, wir haben hier unseren schönen babyblauen LKW, das ist genau meine Farben übrigens. Und deswegen gönnen wir uns. Ich guck mal, meine Sonnenbrille ist auch blau. Also kann das quasi nur gut werden. Oh, guck mal, wir haben da einen Ast mitgenommen. Ha! Herrlich. Nein, ich teste das Bin-Tag erstmal aus. Ich meine, das Spiel gab es gerade bei MMORPG für 3 Euro irgendwas. Und da habe ich mir so gedacht, komm, schmeiß den Spaß mal in den Warenkorb. Oh, das sieht nicht gut aus. 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 Okay, wir haben auch leider kein Fallrad, genau. Allradantrieb. Okay, wir gehen hier unten hin. Der Wagen zieht uns schon nach da. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Komm, Schatzi. Nee, hat keinen Zweck. Rückwärts. Ah, lassen wir den Wagen seinen eigenen Weg finden. So, nochmal den Spaß. Ein bisschen Anlauf nehmen. Ich habe auch Mudrunners das heute gesehen, aber ich habe mir das Geld noch nicht wert. Dafür kann ich das Spiel einfach zu wenig. Ah, ich hoffe nicht jeder fest. Das ist nicht gut. Ach, scheiße. Ich komme da nicht rüber, du. Wir kommen da nicht rüber. Dann müssen wir doch hier rumfahren.
Volle Kanne einschlagen. Ich hoffe, man hört das Force Feedback nicht zu doll, weil das Lenkrad ist ein bisschen lauter. Das ist nochmal PS3-Zeiten. Aber ein gutes, ein Logitech Racing GT. Ist ganz cool. So. Das sieht doch mal nice aus. Ist das da vorne schon? Das ist schon ein neuer LKW hier, ne? Ja, nice. Sehr schön. So, dann gehen wir jetzt nochmal einfach auf die Kartenansicht. Und wechseln wir auf den LKW. Oh Gott, wir sind im Haus. Oh Gott, Alter. Dieser Kran. Ah, wir müssen unten hinfahren. Wir müssen hier abbiegen. Also heißt das so. Am besten nicht gegen unseren anderen LKW fahren, also fahren wir dann doch lieber da lang. Die können ja Schaden bekommen. Aber wir haben hinten noch einen Anhänger dran, das könnte tödlich sein. Ist das die richtige... Ne, das ist nicht die richtige Einbuchtung, wir müssen da lang. Oh Gott. Der hat aber Allrad, also wir könnten... Oh, das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Ich kann durch den Trailer nicht so weit einlenken. Machen wir mal Allrad an. Allrad war das da, ne? Ja. Oh, das hat funktioniert. Sehr gut. Sehr schön. Oh, gut. Gut, 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 gut. So, mal hier rum. Oh, zu spät. Das kommt von der Kameraansicht. Oh Gott, Alter, dieses arme Auto. So, jetzt ist die Frage, wo wir reinfahren müssen. Wahrscheinlich erstmal hier zum Lamba. Erstmal hier schön nebenfahren, damit wir auch dann am besten rankommen. Komm schon, Auto, komm schon. So, können wir jetzt irgendwie hier... Ah, da, guck mal. Nimm mal eine mittlere Ladung, ne? Ist er nicht? Komm, besser kann ich ihn gar nicht platzieren. Jetzt übertreibt man nicht hier. Oh, scheiße. Oh, scheiße, wir haben ein Problem. Oh, scheiße. Es ist jetzt aber gar nicht gut. Okay, dann... Achso, lol, ich hab die Parking Brake an, ich Idiot. Mein Fenster ist aufgegangen. Ist das jetzt properly platziert hier? Mal gucken. Nö. Ach, komm schon, warte mal, lass mir properly platziert sein. Ich bin vorhin ins Mikro gehauen gerade. Also nicht? Okay, dann gehen wir nochmal in den Rückwärtsgang. Ey, man kann das so schlecht sehen hinten, ne? Ich erkenne da gar nichts. Das kann nicht wahr sein. Ich will das doch gar nicht, komm. Dreh mal in der Kamera ein bisschen. Oh Gott, wie der Trailer steht. Kann man sagen, dass das nicht funktioniert. Ja, dann müssen wir da jetzt mal durchkommen. Oh Gott, nein, 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 nein. Heilige Scheiße. Nein, 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 nein. Sei braver LKW. Hm. Wir machen mal Allrad aus. Hm. Okay. Machen wir doch wieder an, dann machen wir auch mal das Differential an. Oh Gott, das hat mich gerettet. Ja, was ist denn damit? Mein Handy vibriert. Hm. Sehr schön. Ja, was machen wir denn jetzt am besten? Vielleicht geht das so? Ich bin jetzt nicht so dumm, hier den Truck zu positionieren, kann nicht wahr sein. Nein, nicht umkippen. Was ist denn, wenn ich da raufklicke? Achso. Das zeigt sogar an, was ich machen soll, ne? Ich nicht mehr darauf achten sollen. Sehr klug. Cool. Cool. Wir haben es geschafft. So. Wir haben Medium Loads. Jetzt müssen wir. Wo müssen wir damit hinlassen? Dahin? Echt? Oder müssen wir ganz woanders hinfahren? Ich fahre jetzt einfach mal eiskalt. Ich drehe einfach mal nur. Mal gucken. Oh Gott, das wird nix. Warte, jetzt kommt aber. Ich kann mal den Rückwärtsschwung so benutzen. Ich weiß, so zu drehen ist eigentlich gar nicht schlau. Beziehungsweise so, nee, das ist halt ganz weg.
So kommen wir auch nicht rum. Dann versuche ich mal rückwärts zu fahren ein Stück und den Anhänger mal so zu drehen, wie man das in echt machen sollte, was nicht ganz so funktioniert, wie ich es gerade merke. Okay, dann wieder so rum hinstellen. Ich sehe auch nicht, was, ob ich da irgendwo gegenfahre hinter mir. Ah, sieht aber gar nicht schlecht aus. Gut, sehr schön. Komm, 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 komm. Gut, braver Junge, braves Teil. So, kann ich jetzt hier drin irgendwas machen? Oder kann ich da nichts machen? Ne, da kann ich nur spawnen. Okay, fahren wir nochmal einen Ticken. Dann können wir mal auf der Karte gucken. Also ich sollte auf jeden Fall... Habe ich Allrad an? Differentialsperre habe ich auch an. Okay, und trotzdem lässt es sich so schwierig steuern. Heilige Scheiße. Das ist schon ein Spiel für sich selbst. So, sollen wir mal stehen? Mal gucken, wo wir hin müssen. Also ich habe gar nicht keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich würde ja fast sagen, dass wir dahin fahren, aber nur ist ein ganzes Stückchen wieder, ne? Oder kommen wir hier auch irgendwo hin? Nicht so wirklich. Cloaking, Locks, Kiosk, Garage. Objective, da muss ich die hinbringen. Okay, alles klar. Das heißt, wir werden jetzt am besten. Wie fährt man da am besten? Tatsächlich wieder ganz zurück zur Garage und dann hier hinten über den Weg. Vielleicht dürfen wir aufhören, Wege zumindest haben wir verloren. Okay, dann fahren wir über die Garage. Kein Thema. Müssen wir nochmal tanken? Ich glaube nicht, ne? Fahre ich gerade ein bisschen Offroad oder? Kommt mir das nur so vor? Oh Gott, nein, ich bin komplett falsch gefahren. Oh, ich Affe. Ne, das war falsche Taste. So. Ne, so, komm, 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 komm. Ah, hinter ein bisschen Stein, ne? Oder ein Baum. Ich müsste eigentlich so komplett einschlagen und dann rückwärts Gas geben. Dann müsste der Anhänger sich eigentlich daran so ein bisschen damit orientieren. Okay, wir sind aber gegengefahren. Ich versuche mal außen ums Haus rumzufahren, das hat sonst keinen Zweck. Und da ist halt so ein scheiß Hackblock, ne? Aber da könnte man langkommen. Und wir versuchen wirklich mal querfeld einzufahren. Das wäre natürlich auch eine Option, aber dann sind natürlich. Oh Gott. Wir können die Bäume nicht umfahren, okay? Das ist gut zu wissen. 600 Schaden können wir taken. Ah, hier ist aber gut Fläche zum Drehen. Das könnten wir mal ausnutzen. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir uns doch nochmal gerettet. Versuchen wir mal darüber zu kommen, dass wir nicht ganz durch diese Riesenpfütze da fahren müssen. Da vorbei. Ist das ein Stein oder ist das ein Matsch? Ne, ist Wasser. Einmal durch da. Oh Gott, hoffentlich schaffen wir das. Das sieht doch gut aus. Nein, 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 nein. Ja, das versuchen wir ein anderes Mal nochmal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.